Klopp gegen Winterneuzugänge. Trotz der anhaltenden Verletzungssorgen bei Borussia Dortmund hat sich Trainer Jürgen Klopp skeptisch gegenüber Winterneuzugängen gezeigt. Man müsse die Ruhe bewahren, beobachte aber natürlich den Markt, so Klopp in der ARD. Er wisse nicht, ob im Januar etwas passieren werde. Stand jetzt würde er eher Nein sagen. Klopp hoffe auf die baldige Rückkehr der verletzten Mats Hummels, Ilkay Gündoğan und Marcel Schmelzer. Diego will sich verändern. Wolfsburg-Spielmacher Diego hat sich enttäuscht über seine eigenen Leistungen gezeigt. Es könnte besser sein, bilanzierte der Brasilianer mit Blick auf seine 4 Scorer-Punkte im Kicker. Über sich selbst befand Diego, er habe seinen eigenen Spielstil. Dennoch werde er versuchen, sich in Zukunft an den Rat von Trainer Dieter Hecking zu halten. Er werde sein Spiel verändern, so Diego. Bobic kritisiert Abdellaue. Stuttgarts Manager Freddy Bobic hat sich enttäuscht über Neuzugang Mo Abdellaue geäußert. Für neue Spieler sei es zwar immer schwer, der Stürmer wäre aber deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, so Bobic. Abdellaue war im Sommer für 3,5 Millionen Euro zu den Schwaben gewechselt. Beim VfB kam der Norweger in 14 Ligaspielen allerdings erst 131 Minuten zum Einsatz. Personallage bei Eintracht entspannt sich. Eintracht Frankfurt kann am Wochenende voraussichtlich auf 2 Innenverteidiger zurückgreifen. Bamba Anderson und Marco Russ werden bis zum Spiel am Samstag gegen 1899 Hoffenheim wohl wieder fit. Beide Spieler mussten in den letzten Wochen mit Muskelfaserrissen aussetzen. Länger verzichten muss Trainer Armin Fee dagegen wahrscheinlich auf Stefan Aigner. Der Mittelfeldspieler fällt aus, ebenfalls mit einem Muskelfaserriss. Real plant Alonso-Verlängerung. Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat sich zu den Wechselgerüchten um Xabi Alonso geäußert. Der Mittelfeldspieler sei eine Schlüsselfigur im Spiel der Königlichen. Er besitze große Qualität und beeindruckende Erfahrung, erklärte der Italiener der AS. Alonso könnte mit der Verlängerung seines auslaufenden Vertrages für ein königliches Weihnachtsgeschenk sorgen, so Ancelotti. Der Spanier wurde zuletzt immer wieder mit dem FC Chelsea und seinem Ex-Trainer José Mourinho in Verbindung gebracht. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag. Immer 18:30 Uhr. Auf Sport 1.